Vielen herzlichen Dank für die Einladung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte mir nicht anmaßen, für die Bundesländer zu sprechen. Ich möchte mir noch nicht mal anmaßen, für die Grünen in ihrer ganzen Breite, ihrer Vielfalt zu sprechen, was man jetzt vielleicht aus dem Grünen Ministerium erwartet. Weil ich glaube, bei uns sind die Meinungen, was erste, zweite Säule angeht, Naturschutzsäule, komplette Abschaffung, nur noch zweite Säule, so breit, wie sie in der gesamten Diskussion sind. Ich möchte aber die kurze Zeit hier nutzen, um auf so ein paar, sag ich mal, landesspezifische Befindlichkeiten, Erfahrungen einzugehen. Und da wird jetzt auch die erste, zweite Säule durchaus auch gleich gestriffen werden, weil ich möchte den Schwerpunkt dann durchaus auf Instrumente legen, die wir ja im Prinzip dann im Land haben, in die Hand nehmen, vom Bund, von der EU bekommen und auch welche Schwierigkeiten wir damit haben. Und ich sage mal, viele Punkte sind auch schon angesprochen worden. Die Veranstalter haben im Vorfeld ja drei Fragen aufgeschrieben. Ich möchte ganz kurz aber nochmal etwas differenzieren. Wir reden hier teilweise von der Agrarlandschaft, von der intensiv genutzten Agrarlandschaft. Wir blenden hier heute, hatte ich den Eindruck, ein bisschen, ich sage es immer, die Hotspots der Biodiversität aus. Das, was wir eigentlich heute mit Ordnungsrecht sichern, also sprich über Naturschutzgebiete, über jetzt Natura 2000 Verordnung, so wie wir das bei uns im Land Sachsen-Anhalt angehen. Und da will ich jetzt auch nicht vertiefend darauf eingehen, aber ich möchte das durchaus differenzieren. Ich halte das Ordnungsrecht für mehr Biodiversität in der intensiv genutzten Agrarlandschaft eigentlich nicht für zielführend. Ich halte es aber durchaus ein niedrigschwelliges Ordnungsrecht zur Sicherung unserer Hotspots, unserer FFH-Lebensräume der Biodiversität für ganz, ganz wesentlich, aber ich habe ganz bewusst auch gesagt niedrigschwellig, weil ich muss ja auch gucken, dass ich im Endeffekt nachher auch eine Bewirtschaftung habe und dass ich auch ausgleichen kann. Und wenn ich alles über Naturschutzgesetzgebung bzw. Naturschutzgebietsausweisung regel, dann kann ich auch nicht mehr viel entschädigen. Also das bitte ich auch mal ein bisschen im Hinterkopf dabei zu behalten. Ein paar Ursachen sind schon angesprochen worden, des Rückgangs der Biodiversität. Ich glaube, man kann es auf zwei Punkte vielleicht wirklich in der klassischen Agrarlandschaft zurückführen. Das ist einerseits ein Rückgang der Strukturen und des Nahrungsangebotes. Es sind verschiedene Sachen angesprochen worden und ich könnte es mir jetzt einfach machen, dann müssen wir einfach mehr Strukturen fördern und auch die Fruchtfolgen ändern. Mein Vorredner hat es gesagt, wir sind eine Ackerbauregion bei uns. Wir haben 60-70% Getreide in der Fruchtfolge. Wir sind ja froh, wenn bei uns mal 10% Mais in der Fruchtfolge ist, ja, und jetzt Zuckerrüben ein bisschen ausgebaut werden und Raps da ist. Viel anderes gibt es in Sachsen-Anhalt nicht. Trotzdem haben wir uns gefragt, warum die Angebote, eine vielfältige Fruchtfolge über Agrarumweltmaßnahmen zu fördern, nicht angenommen wurde. Im Ergebnis war es so, es waren ein paar Mitnahmeeffekte und es waren zu große Restriktionen, aber auch da müssen wir für uns gucken, wie wir unsere Hausaufgaben machen. Zu den Instrumenten. Ich hatte das Ordnungsrecht schon angesprochen, wo ich das wirklich für zielführend halte, insbesondere wenn es jetzt um FFH-Lebensräume, die Sicherung geht. Immerhin bei uns in Sachsen-Anhalt 10% der Lebensräume des gesamten Landes. Ich glaube, da wird sich der ein oder andere Forst- oder Landwirtschaftsbewirtschafter noch ein bisschen umgucken, dass er plötzlich im FFH-Gebiet ist, wiewohl wir schon seit 2 Jahren sehr intensiv mit den Landnutzern darüber sprechen. Aber ich glaube, es wird einige Überraschungen geben. Es gibt ein weiteres Instrument, wir nennen das immer so ein bisschen, vorhin ist mal das Stichwort investiver Naturschutz gefallen, ich nenne es immer individuenbezogener Artenschutz. Da fallen die ganzen Lieblingsprogramme für Bodenbrüter, Feldlerchen, Fenster, Großtrappen, Hamsterprogramm. Das sind so ein bisschen, ich glaube, sehr wichtige Programme, aber ich habe bisher nicht die Lösung, einfache Möglichkeiten, so etwas landesweit anzubieten. Und sie sind teilweise auch mit immensen Aufwand verbunden. Großtrappen, wir sind am Rande des Verbreitungsgebietes, nicht der Agrarumweltausschuss, der Landwirtschaftsausschuss, die CDU-Vertreter haben ja gestern vorgerechnet, 7.000 Euro pro Großtrappe pro Jahr. Wir sind erfolgreich. Die Population wächst seit 5 Jahren, also irgendwas machen wir ja auch richtig. Aber an diesem Beispiel Großtrappe wird aber auch ganz deutlich, wenn ich sie nicht einzäunen würde, wenn ich sie nicht nachzüchten würde, dann hätte ich sie auch nicht mehr. Dann wäre sie vom Waschbär bis Fuchs und bis Wolf quasi als Futter geworden. Und da bin ich bei einem anderen Punkt. Wir haben natürlich auch Erfolge im Naturschutz, in der Biodiversität.
Wolf ist durchaus eins, es ist aber extrem krisenbehaftet. Und ich denke, das sollten auch der Naturschutz sich zu Gemüte führen, dass wir auch Konflikte haben. Die kommen stärker. Wir in, sag mal, in Brandenburg, in Sachsen, in Sachsen-Anhalt, wir haben ihn etwas mehr. Wir haben sicher auch noch mehr Lebensräume, dass er sich gut vermehren kann. Aber wir bekommen automatisch damit Konflikte auch mit der Landwirtschaft. Und da müssen wir uns auch überlegen zukünftig, wie wir diese Konflikte, also ich sage es mal lieber nicht, diese Konflikte lösen, aber eine hundertprozentige Lösung wird es nicht geben, aber wie ein konfliktarmes Nebeneinander hinbekommen. Biber ähnlich, daran haben wir uns gewöhnt, aber da sind die Lebensräume bei uns inzwischen relativ gut voll. Die Bayern sind da auch sehr aktiv, was die Entnahme von Bibern angeht, wir nicht, aber irgendwo, sage ich mal, haben wir ja auch gerade auf der Agrarministerkonferenz ja auch den Bund oder das Bundesumweltministerium aufgefordert, auch mal einen guten Erhaltungszustand zu definieren. Und ich möchte jetzt nicht dafür sprechen, jetzt die Arten großflächig zu entnehmen, aber wir müssen auch zur Konfliktlösung so ehrlich sein, dass wenn wir Arten haben, die positiv für die Biodiversität sind, die wir wollen vom Naturschutz, die wie wir auch als Umwelt- und Landwirtschaftsministerium wollen, dass wir da Zielkonflikte haben und dass wir da irgendwo dann auch gucken müssen, wo sind gegebenenfalls die Grenzen erreicht. Und ein letzter Punkt, so ein ganz beliebtes Thema beim individuenbezogenen Artenschutz, passt nicht ganz, aber es ist so ein Biotopschutz, das ist die Förderung von Streuobstwiesen. Viel geliebt, immer wieder gefordert. Ja, ich finde sie gut, ich bin auch froh, dass wir sie wieder anbieten können. Aber das ist für mich so ein schönes Beispiel, die Förderung der Streuobstwiesen für sich selbst. Brauche ich sie nicht fördern. Da wird etwas erzeugt, was eigentlich einen Wert hat. Und nachher die Äpfel nur auf den Boden fallen zu lassen, ist eigentlich viel zu wenig. Ich würde mir wünschen, wenn wir zukünftig Natur- und Umweltprojekte stärker auch ein bisschen daran ausrichten, dass ich auch daraus nachher eine Wertschöpfung entwickle. Ich kann es auch als Imagegewinn nehmen. Also ich kann natürlich eine Großtrappe, ja, für Imagegewinn für die Landwirtschaft nehmen. Ich kann es mit dem Biber machen, das ist ja putzig. Ein Wolf ist nun mal nicht putzig. Und bei Streuobstwiesen, wir werden jetzt auch mit dem Umweltsofortprogramm die Erstpflege von verbuschten Streuobstwiesen wieder unterstützen bei uns. Aber was mich umtreibt, ist, was ist nach 5 Jahren, wenn die Pflege ausfällt? Ich muss auch einen wirtschaftlichen Nutzen haben und ich glaube, den kann man sogar bei den Streuobstwiesen hinbekommen. So. Thema war, irgendjemand zeigt mir eine rote Karte, ich fange mich jetzt an frei zu reden, ja, ne? Und zwar klar und deutlich. Thema war erste, zweite Säule. Aktuell tendiere ich eher dazu, das System nicht grundlegend zu ändern. Die Einkommensaspekte in der ersten Säule sind genannt worden, aber sie sind, wenn ich die CC-Auflagen einhalte, die Umweltauflagen, eigentlich ein Mitnahmeeffekt, der mir für die Umwelt, insbesondere für die Biodiversität, nicht viel bringt. Ich habe dann on top mein Greening, das machen die meisten Betriebe. Ich habe allerdings auch in Deutschland greening-freie Regionen. Das muss man sich auch mal bewusst sein, wo das also nicht greift. Und deswegen wäre mein Diskussionsbeitrag durchaus zukünftig an die erste Säule, doch auch Naturschutz- und Umweltmaßnahmen stärker zu koppeln. Wenn ich das großflächig mache, dann habe ich immerhin die Möglichkeit, darüber mit einem relativ geringen Kontrollaufwand, auch das ist angesprochen worden, etwas, was uns umtreibt, gerade als auch Länder, mit einem relativ geringen Kontrollaufwand, doch in der Fläche einiges zu erreichen. Ja, das Greening wird ja sehr kritisch gesehen. Ich finde es immer sehr, sehr interessant, wenn eine Maßnahme gerade mal ein Jahr auf dem Markt ist, dass man dann schon sagt, hat nichts gebracht. Ich würde auch nicht sagen, dass es das toll ist, was wir jetzt wirklich alles erreicht haben. Es hat positive Aspekte aber auch. Also jetzt speziell vom Fokus auf Sachsen-Anhalt. Wir haben den Eiweißanbau verdreifacht. Das ist doch nicht schlecht. Ja, wir haben mehr Eiweiß in der Fütterung, wir bauen Strukturen, Verarbeitungsstrukturen auf. Das ist, denke ich mir, ein guter Weg. Dass natürlich bei unseren Betriebsstrukturen man sehr stark auf Zwischenfrüchte und Brachen geht, das ist ja auch zu verstehen. Also das, wobei eine Brache durchaus bei uns auch richtige, schöne Blühaspekte in den mageren Regionen, in den landwirtschaftlichen benachteiligten Regionen haben kann. Also da haben wir durchaus was erreicht und das ist ja von den Landwirten auch gerne angenommen worden, weil gerade so eine Brache ist relativ anlastungsfrei oder arm, sage ich mal. Nichtsdestotrotz haben wir keine gute Verteilung dieser Greening-Maßnahmen.
Also wir haben Konzentrationen in gewissen Regionen und wir haben gewisse Regionen, auch aufgrund unserer Betriebsgrößen, wo wir so gut wie gar keine Maßnahmen haben oder wo wir auch vereinzelt Maßnahmen haben. Blühstreifen sind angesprochen worden, die im Prinzip jetzt einem hohen Anlassungsrisiko unterliegen. Alle Seiten wollen sie, aber wir mit den Kontrollen uns so weit, sag ich mal, selbst im Weg stehen, ich sage es mal ein bisschen salopp, dass die Landwirtschaft sagt, um Gottes Willen, bleibt mir von mir, ich mache meine Brache. Also ich glaube, da bin ich auch mal sehr gespannt, was an Vorschlägen gleich aus dem Workshop von gestern kommt. Lange Rede, kurzer Sinn, ich wäre zukünftig dafür, die erste Säule zu behalten, die erste Säule aber auch die Direktzahlung an klare Auflagen für Natur- und Umweltschutz zu koppeln, vielleicht auch das Greening komplett verpflichtend zu machen und auch die Greening-Maßnahmen zu schärfen von hell zu dunkelgrün. Ganz kurz noch, ich sehe immer noch keine rote Karte, zu den Maßnahmen der zweiten Säule. Wenn man sich die Kosten mal anschaut, dann haben wir in der ersten Säule 300 Millionen, die wir pro Jahr auskehren. Deswegen auch mein Plädoyer, diese einkommensstützende Maßnahmen zu koppeln mit Naturschutzmaßnahmen. Und wir haben umgekehrt in der ganzen Förderperiode rund 300 Millionen in Agrarumweltmaßnahmen. Da müssen wir auch mal diese Gleichgewichte sehen. Ich sehe die Befürchtungen, die genannt wurden, dass wir in die zweite Säule, stärker verlagern, was wir allerdings unterstützt haben, allerdings die maßvolle Verlagerung, dass wir da Mitnahmeeffekte haben. Wir geben 50, 80 Millionen für den Kita-Bau aus der zweiten Säule und die Begehrlichkeiten, Dr. Eikens hat es angesprochen, die werden noch größer werden. Wir müssen uns aber bei der zweiten Säule auch angucken, dass wir teilweise Maßnahmen da drin haben, die eine gewisse Gießkannenverteilung nach sich ziehen. Also ich kann mir mal überlegen, ob ich 80 Kilogramm N-Düngung im Grünland wirklich zielführend mehr Biodiversität erzeuge. Deswegen als Diskussionsbeitrag, warum zukünftig nicht viele Bundesländer haben es auf ergebnisorientierte Agrarumweltmaßnahmen umsteigen. Ich weiß, der Landwirt wird jetzt wieder sagen, großes Risiko, aber es gibt ja durchaus sehr gute Erfahrungen in vielen Bundesländern, die das seit 20 Jahren machen, was aber dann natürlich, da wir als Begleitung haben müssen, ist ein gutes Monitoring. Ich weiß heute immer noch nicht, wo mein Feldhamster wirklich in welchen Populationsgrößen ist wirklich. Und ich brauche eine Beratung der Landwirte. Und in diesem Sinne möchte ich zum Schluss kommen. Wir haben keine Kammer. Wir haben eine sehr schwache Beratung. Ich möchte noch darauf hinweisen, Dr. Eikens hat es auch gemacht, die Förderung des Ökolandbaus. Wir haben es gerade von der Europäischen Kommission genehmigt bekommen, auch eine Einführungsprämie zu zahlen und die Beibehaltungsprämie anzuheben, ist durchaus keine schlechte Maßnahme, großflächig mehr für die Biodiversität zu tun. Und wenn ich noch einen Wunsch an die, ich glaube, das ist auch schon gesagt, an die Landwirtschaft und den Naturschutz habe, das ist aber hier schon von vielen Vorrednern gesagt worden, bewegen Sie sich aufeinander, arbeiten Sie miteinander. Die meisten Sachen sind nur produktionsintegriert zu machen. Und ein Wunsch an die Kommunen, auch Sie können durch eine geringere Pflegeintensität auf Ihren Flächen, durch Verzicht vom Glyphosateinsatz in den Kommunen und durch auch ein bisschen bessere Kontrolle, wie viel Feldraine umgepflügt werden, auch was für mehr Biodiversität tun. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.